Yo Leute, was geht? Flakes hier. Heute dürfen die Gegner fies zu mir sein, denn ich werde als Snowskin in eine ganz normale Solo-Runde mit Bauen gehen, direkt landen und dann den Weinen-Emote einsetzen. Wenn ich dann gekillt werde, werde ich den Gegner zuschauen. Und wenn er den epischen holt, bekommt er von mir 2800 V-Bucks. Ganz einfaches Format, Leute. Das Ganze geht natürlich nur bis zu den Top 15 Spielern. Wenn dann jemand gekillt wird, gilt das Ganze nicht mehr. Leute, es wird ultra spannend und mal gucken, wer fies zu einem weinenden No-Skin ist. Lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Abo. Und wenn ihr bei diesem Format mitmachen wollt, dann kommentiert jetzt euren Epic Games Namen. Und jetzt gehen wir auch direkt in die Runde. Let's go! So Leute, da sind wir auch schon in der Runde und da flext direkt jemand mit seinen Kronenwins. Wir sind mal ein netter No-Skin und droppen ihn eine Krone. Da freut er sich richtig. Seht Leute, ich bin ein netter No-Skin und die werden sogar belohnt, wenn sie mich jetzt killen. Denn sie bekommen ja 2800 V-Bucks. Also Leute, vielleicht treffen wir ja denjenigen und der macht nichts. Guck mal, wie er mich hops nehmen will. Was will er jetzt machen? Will er die Krone weitergeben? Ey, ich bin komplett verwirrt. Guck mal, was er macht. Oh Mann, okay. Ich bin echt gespannt, was wir heute für Spieler treffen werden und ob irgendjemand fies zu mir sein wird. Ja, ich bin echt gespannt. Ich weiß auch noch gar nicht, wo ich am besten landen soll. Am besten, wo richtig viele Gegner landen. Ich denke, hier Anvil Square wird richtig nice sein. Gute Idee auch, wenn da viele, viele Gegner sind. Ich werde dann einfach in ein Haus gehen direkt und direkt anfangen zu weinen. Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Und Leute, kennt ihr eigentlich meinen geheimen YouTube-Kanal? Da spiele ich Minecraft. Erster Link unten in der Beschreibung. Könnt ihr gerne abonnieren. Der heißt Floxy. Mega, mega nice. Aber jetzt muss ich hier direkt mal landen und mal gucken, ob mich irgendjemand weinen sieht und ob irgendjemand den 31er macht. So, wir werden jetzt hier einfach mal weinen und mal gucken, was passiert. Hier sind überall Gegner am Start. Einer ist da im Haus und hier sind auch ganz, ganz viele. Unter mir ist, glaube ich, auch einer am Start. Und wer killt jetzt einen unschuldigen No-Skin und wird dafür sogar belohnt? Also, ja. Oh, hier ist auch einer. Okay. Ich muss den Überblick behalten hier. Wo sind hier Gegner? Guck mal, da ist einer. Sieht er mich? Nein. Er macht den 31er? Ist das sein Ernst? Er hat mich dort gesehen, macht sogar direkt zwei Kills am Anfang. Den beobachten wir jetzt und mal gucken, was passiert. Vielleicht gönnen wir ihm ja und er bekommt 2800 V-Bucks. Er weiß es ja noch gar nicht, Leute. Der erste 31er ist hier am Start gewesen und hat die Chance auch genutzt. Der sieht einen No-Skin weinen und denkt sich so, egal. Kill is kill. Also ich hätte einen weinenden No-Skin nicht gekillt. Schreibt mal in die Kommentare. Würdet ihr einen weinenden No-Skin killen oder mit ihm teamen? Schreibt sie in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, was ihr machen würdet. Hier hättet ihr halt jetzt 2800 V-Bucks bekommen. Hättet ihr ihn gekillt. Aber das wisst ihr natürlich nicht. Aber ich denke mal, ihr seid alles Ehrenmänner. So, was passiert hier? Oh. Da ist ein Schwitzer. Fußballskin. Der wird jetzt hops genommen. Der wird sowas von hops genommen. Aber das ist ja egal. Der nächste, der hier einen Kill macht... Oh, okay. Das wird, glaube ich, richtig, richtig krank. No way. Der hat schon 3 Kills. Aber Kills sind gar nicht so wichtig. Er könnte jetzt auch die ganze Runde über campen, Leute. Und den epischen holen. Und dann adde ich ihn. Und er bekommt 2800 V-Bucks von mir. Also das ist wirklich ein gutes Angebot, denke ich. Es geht hier um ganz viele V-Bucks. Guck mal, was er macht, Alter. Er benutzt den Adler. Was ist jetzt passiert? Warum schauen wir jemanden anderen zu? Das kann nicht sein. Nein. Was ist jetzt passiert? Hä, kann man jemanden nicht zuschauen, wenn er den Adler aktiviert? Ey, wir müssen den wieder finden. Das kann nicht sein. Nein. Jetzt ist irgendwas schiefgelaufen, Leute. Ich versuche den jetzt wieder zu finden. Das kann doch nicht sein. Nein. Wir müssen ihn wieder finden. Komm schon. Ist es überhaupt möglich, dass ich ihn jetzt noch finde? Ich weiß es gar nicht. Das kann nicht sein. Der war so gut. Und ich weiß auch gar nicht, ob er noch lebt. Hier sind so krasse Fights am Start. Und ich verpasse jetzt alles. Digga, das kann ich doch nicht machen. Also ich habe es jetzt wieder geschafft, jemanden zuzuschauen, der in Anvil Square ist. Da sind wir ja vorher gelandet. Und da müsste theoretisch auch der andere Gegner sein. Das heißt, wenn er jetzt gekillt wird, kann es sein, wir schauen wieder dem anderen zu. Sonst hat dieser Fake Renegade Raider jetzt mega, mega Glück gehabt. Aber das ist mir noch nie passiert. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie ein Fehler war oder ob das wirklich jetzt wegen diesem Adler war. Kein Plan. Aber wir sind wieder in der Stadt. Es leben noch 29 Spieler, Leute. Oh, da ist ein Rabenskin. Das ist auf jeden Fall nicht der Iron Man. Okay. Komm schon. Wieder ein epischer Fight am Start.
und er macht den Kill. Wenn der Iron Man jetzt noch am Leben ist, könnte es sein, dass wir ihm gleich wieder zuschauen. Und das würde ich mir auch wünschen. Sonst hat der Iron Man halt richtig Pech gehabt. Und wir sehen ja auch am Ende, ob er überhaupt noch in-game ist oder nicht und ob er den epischen geholt hat. Aber mal schauen, was jetzt hier noch so abgeht in dieser Stadt. Wir sehen auf jeden Fall, er hat einigermaßen guten Loot. Da hat er noch ein Schild, spielt aber nicht damit. Sagt mir nicht, er campt jetzt. Was macht er denn da? Sagt mir nicht, wir schauen jetzt jemanden zu, der Missionen macht. Das kann nicht sein, oder? Macht der Typ jetzt nicht ernsthaft Missionen? Nein. Das kann nicht sein, Leute. Wir schauen jemanden wirklich zu, der Missionen macht. Er ist, glaube ich, nicht auf der Jagd nach Gegnern. Er geht jetzt zu den verschiedenen Orten, denkt sich so, ich muss ein paar Missionen machen, easy peasy. Ey, was ist das schon wieder für eine Runde? Stellt euch vor, ihr macht Missionen und bekommt so nebenbei einfach mal 2800 V-Bucks. Seht ihr? Er macht da einfach Missionen. Das kann nicht sein. Wie viel Glück muss der Typ haben, dass ich dem jetzt zuschaue? Erst schauen wir jemanden zu. Wir werden direkt rausgeschmissen von dem. Können den nicht mehr zuschauen. Und jetzt schauen wir ihm hier zu, wie er Missionen macht. Das kannst du keinem erzählen. Das kann nicht sein. Okay, wir schauen ihm weiter zu. Vielleicht hat er wirklich Glück. Er hat auch nicht den Plan, in die Zone zu fahren, glaube ich. Nee. Okay. Oh, da ist ein Gegner. Da ist ein Gegner. Aber er will nicht fighten. Er will auf keinen Fall fighten. Ist aber auch irgendwie schlau. Oh, er wird so hart gefokust jetzt. Und er hat auch nur noch 60 HP. Aber er hat natürlich noch ein Spray. Ihr seht schon, er macht weiter Missionen. Er denkt sich so, nee, das kriege ich hin. Die Mission mache ich jetzt. Jetzt aktiviert er hier noch ganz entspannt ein paar Perks. Und geht jetzt direkt weiter. Ich würde auch sagen, das Ganze zählt jetzt nicht nur bis zu den Top 15, oder? Weil dann können wir da keinem mehr zuschauen. Das ist ja komplett lost. Da hinten ist ein Gegner. Also wenn er jetzt gekillt wird, dann können wir keinem mehr zuschauen. Weil das Ganze geht ja nur bis zu den Top 15. Und ich glaube, er wird gekillt. Oder? Holt er den Gegner. Ist der gut oder? Ich weiß es nicht. Okay, jetzt haben wir hier erstmal einen Fight. Finde ich auf jeden Fall gut. 30er Hit ist da. Okay. Er scheint schon gut zu sein. Also ein schlechter Spieler ist es nicht. Er geht jetzt direkt pushen. Macht dem Gegner richtig Angst. Der spielt mit dem Hammer. Richtig eklig. Ist aber auch ein Superhelden-Skin, ne? Kann auch ein Schwitzer sein. Hat er keine Metz mehr, der Superhelden-Skin? Ich glaube, das ist sein Vorteil jetzt. Komm schon, komm schon, komm schon. Schieß, schieß, schieß. Und jetzt steigt er in sein Auto. Die haben einfach mal kurz Rollen getauscht. Okay, 10 Spieler leben noch. Nur noch dieser Fake Renegade Raider hat die Chance auf 2800 V-Bucks. Wenn er gekillt wird, ist das Ganze vorbei. Also schon irgendwie spannend. Wir haben zwar nicht viele Fights gesehen. Am Anfang war es sehr spannend. Aber ich weiß nicht, ne? Okay, da sind auf jeden Fall welche mit Kronen gewesen. Oh nein, da gibt es welche, die diese Fähigkeit benutzen. Die hasse ich ja mega, Alter. Mit der Fähigkeit ist man ja direkt One-Shot. Die macht einem über 200 Schaden gefühlt. Und man kann nichts dagegen machen. Ich hasse sie. Fortnite muss diese Fähigkeit entfernen. Doku Smash. Weg damit. Was macht er jetzt? Rocket Launcher am Start. Da ist eine Krone. Der mythische Hammer liegt da einfach rum. Er gönnt sich die Krone sogar. Er gönnt sich sogar auf Sneaky die Krone. Was tut er da? Er geht richtig pushen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich sag's euch, Leute. Ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch gesagt. Diese Fähigkeit ist so, so fies. Und er wurde geholt. Das war's dann komplett. Wir schauen den Spielern jetzt mal zu. Ist der vom Anfang noch am Start? Wir schauen hier durch. Nein, und der ist nicht da. Ich würde sagen, weil ich so nett bin, geben wir einen von denen noch die Chance. Ich würde sagen, der hier bekommt von mir noch die Chance, die 2800 V-Bucks zu gewinnen, weil das am Anfang so komisch war. Und er hat den Kill geholt. 5 Spieler sind noch am Start auf der ganzen Karte. Und er bekommt jetzt einen Bonus. Das gab's noch nie, Leute. Er scheint aber ein Schwitzer zu sein. Oh nein, war das ein Fehler von mir? Ich glaube, das war ein Fehler von mir. Nein, ich habe genau einen Schwitzer ausgewählt. Sag mir nicht, er campt. Sag mir nicht, er campt jetzt auch noch. Nein. Guckt mal, wie er die Spitzhacke wechselt die ganze Zeit. Pusht er wenigstens? Nein, der spielt jetzt nicht safe. Das kann nicht sein. Er benutzt jetzt hier noch Perks. Okay. Oh nein, das kann nicht sein. Was habe ich getan? Das hätte ich nicht machen sollen. Das Video wäre eigentlich schon zu Ende. Der Fake Renegade Raider hat eigentlich keine Chance mehr. Was tut der da? Oh nein. Nein. Flex jetzt nicht mit deinen Edits. Bro, tu mir das nicht an. Ich will dir keine V-Bucks schenken, okay? Okay. Geht der pushen oder nicht? Der will unbedingt den epischen haben.
Okay, er geht pushen. Er geht pushen. All in für diesen Kandidaten. Okay, wird er den Sieg holen? Er wird von der anderen Seite angeschossen. Es wird nochmal richtig, richtig spannend. Es dreht sich alles komplett gerade. Oh nein, der hat einen Rocket Launcher. Wird von der anderen Seite auch angeschossen. Denkt sich aber jetzt, er muss weg hier. Sofort weg hier. Sonst bekommt er keine 2800 V-Bucks. Er baut sich direkt eine kleine Base. Sehr, sehr gut. Schlau gemacht. Würde ich auch so machen. Und ich denke mal, er wartet jetzt, bis er sich voll healen kann. Ja. Das wird er, glaube ich, machen. Oh, da ist einer mit einer Pistole. Er muss jetzt sich gedulden. Denn er muss sich wieder voll healen. Der andere hielt sich jetzt gerade auch voll. Okay. Er hat halt keinen Schuss mehr bei der Splash Gun. Oh Mann, okay, okay, okay. Los, los, los. Wird er das schaffen? Immer noch 5 Spieler. Es wird richtig, richtig spannend. Ich hätte das mit dem Bonus nicht machen sollen. Normalerweise wäre es schon vorbei gewesen, Leute. Merkt euch das. Sagt mir nicht, ich verliere jetzt meine V-Bucks deswegen. Und wieder der Rocket Launcher. 129 HP. Zum Glück hat er die Splash Gun. Oh nein, Benzinkanister. Benzinkanister. Oh, alle machen Auge auf ihn. Er wird gesandwiched. Das war's, oder? Das war's für ihn. Da sind welche am Fighten. Er hielt sich halt jetzt ganz gemütlich. Wird nicht mehr gefokust. Sehr, sehr gut für ihn. Ich wäre aber jetzt noch gespannt. Mich würde jetzt interessieren, ob er das Ganze holt oder nicht. Er spielt natürlich schlau. Okay. Das Problem ist, wenn er gewinnen sollte, wie soll ich ihn adden? Er hat Sonderzeichen. Das war's komplett, Leute. Was ist das heute für ein Video? Aber trotzdem doch extrem spannend. Und ich habe mir auch überlegt, ob ich das Ganze nicht mal mit meiner Community mache, wo nur Leute aus meiner Community gegeneinander in Custom Games spielen. Das wäre doch krank. Das ist der letzte Gegner. Der letzte Gegner. Ja, das ist der letzte Gegner. 1 gegen 1. Wird er den epischen holen oder nicht? Rocket Launcher. No way. Er hat den Rocket Launcher. Er hat aber auch noch genügend Mets. Der wird aber jetzt die ganze Zeit, glaube ich, schießen. Oh nein, er holt sich Mets. Er holt sich Rockets. Okay, okay, was tut er jetzt? Ich kann nicht sagen, ob der andere gut ist oder nicht. Der hielt sich auf jeden Fall. Hat sogar eine Krone. Deswegen hebt er die eine Krone nicht auf. Okay, was tut er jetzt? Was tut er jetzt? Der andere hat einen Hammer. Oh, das war knapp. Zum Glück hat er dazu gemacht im richtigen Moment. Er will sich halt jetzt die ganze Zeit hier healen. Splasht sich jetzt auch noch. Ist nicht in der Zone. Der andere müsste jetzt auf jeden Fall Druck machen. Oh no. Das war kein gutes Aim. Der andere macht auf jeden Fall Druck. Weiß, glaube ich, auch, dass der nicht so... dass es nicht so leicht hat, ne? Baubattle. Baubattle. Oh no. Der gewinnt safe. Der gewinnt safe. Der ist richtig gut. Jetzt macht er sich... Oh, no, 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 no. Yo, warte. Hat der andere Schaden bekommen? Digga, was ist das für ein Fight? Digga, das wird hier nochmal... Er hat den Gegner geholt? WTF, was war das für eine Runde, Leute? Ich werde jetzt versuchen, diesen Kandidaten hier zu adden. Und er hat dann 24 Stunden Zeit, meine Freundschaftsfrage anzunehmen. Er war einfach ein Bonus, Leute. Er hat es eigentlich gar nicht verdient. Lasst doch wieder ein Like da unten, Abo. Kuss geht raus. Euer Flakes. Ciao.